Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kommentierten Fassung von Andreas Kemper bei Thilo Jung. Bisher hatten wir hauptsächlich das Thema Höcke und Flügel und AfD, was wir behandelt haben. Den Link zur ersten Episode werde ich in die Kommentare und in die Videobeschreibung posten. Eingeladen habe ich mir den Fabio, der einige Personen, die im folgenden Video erwähnt werden, sogar persönlich kennt und vielleicht eine andere Sicht als Andreas Kemper auf diese Personen hat und auf denen ihre Einstellung. Hast du sehr diplomatisch formuliert. Ja. Ja, wie gesagt, schaut euch den ersten Teil an, der war mehr oder weniger Einleitung. Da haben wir aber auch schon einige Kritikpunkte gehabt und Kommentare. Und ja, jetzt wollen wir im Prinzip mit dem zweiten Teil starten, wo es dann so ein bisschen Richtung libertäre Marktwirtschaft, Anarchokapitalismus und so weiter geht. Und ja, wünschen euch... Er hat ja gerade August von Finck eingeführt, genau. August von Finck Junior, der Milliardär, den er so als Strippenzieher was ist denn das für ein Netzwerk eigentlich? Recht? Populistisch, also, faschistoid. Rechtspopulistisch, irgendwie. Der Begriff ist auf jeden Fall gefallen, ja. Ja, es sind zig Begriffe gefallen. Ob er Finck jetzt noch als faschistoid bezeichnet, wahrscheinlich seine Vorfahren, ne? Aber da kommen wir ja jetzt gleich noch dann zu. Ja, kommen wir, genau, ja. Was er genau ist, ja. Gut, dann starte ich jetzt hier nochmal. Also Baschel und so weiter, das heißt, es ist breit gestreut. Und warum engagiert er sich nicht bei der FDP? Es gab ja damals Spenden für die FDP. Mhm. Das war ja die sogenannte Mövenpick-Affäre. Ja, die haben von Finck Spenden oder von einem Finck-Unternehmen halt Spenden bekommen, CSU und FDP. Und zu Finck gehört eben Mövenpick, also eine Hotelkette. Und als dann die FDP in der Regierung war, haben die eben durchgesetzt, dass Hoteliers weniger Steuern zahlen müssen. Mhm. Und das ja, aber die Hotelpreise sind ja dann auch gesunken. Ne? Genau. Also die haben das ja jetzt nicht behalten. Nee, aber... ich finde den Sarkasmus oder die Ironie, die ja da an den Tag liegt, hat sich gerade ein bisschen lustig von Thilo Jung. Ja, also das ist ja auch so eine Sache, die man bei der FDP auf jeden Fall kritisieren kann, dass sie werden dem, was man ihnen nachsagt, schon relativ häufig treu, dass sie eigentlich nur Politik für die großen Unternehmen machen und ja. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Meinung zu hast oder so, aber. Don't get me started on FDP. Ja, okay. Ja, da gibt es sehr viel, wo man drüber abranten kann, definitiv. Ja. Gut, dann gucken wir besser einfach mal weiter. Aber genau, wenn halt aber ein Hotelier, Scherz, ne? ja, wenn jetzt halt die Hoteliers eben Geld spenden und dann werden halt die Steuern gesenkt für Hoteliers. Und das ja, aber warum ist er denn nicht bei der FDP geblieben? Da ist es wahrscheinlicher, dass die FDP an der Regierung kommt und er quasi seine Lobbyinteressen durchsetzen kann, als bei der AfD. Ja, also sein Vater war eigentlich ganz eng verbunden mit der CSU. Ne? Ja. Und, und Junior hat immer schon geguckt, dass es halt auch andere Parteien eine Rolle spielen. Er hat zum Beispiel den Bund Freier Bürger, das war so die erste Anti-Euro-Partei in Deutschland. Die kann nämlich dunklere Millionen gespendet. Für mich hat es sich irgendwie wie, gibt es nicht sowas ähnliches wie Bund Freier Mädels oder so? War das nicht auch irgendwie so DDR-Ding oder so? Oder Moment. Freier Mädchen? Bund deutsche Mädels, BDM waren ja die nahe, also die braunen. Ach so, ja, okay. Ja, die Namensgleichheit ist auf jeden Fall interessant. Okay. Oder die Namensähnlichkeit, sagen wir mal so. Oder den Betreiber halt von Bund Freier Bürger Millionen gespendet. Und später hat er eine Maßnahme gespendet. Das war. Er könnte auch daran liegen, dass das Bund ist. Das ist ein Kollektiv und. Als antikollektivistisches Kollektiv. Bund Freier Bürger. Ich habe einen Bekannten, das ist kein aber sehr langjährigen Bekannten, der hat da mitgemacht. Mhm. Und der ist eigentlich NCAP, ist aber auch so in diesem AfD-Unterstützer. Der hat, glaube ich, mal sogar Reden für den Meuthen geschrieben. Aha, okay.
Und die waren halt, ja, da gehe ich meinen Euro, oh Gott, wann waren die Euro-Einführung nochmal? Jedenfalls, also 2001 in der breiten Masse. Ja, und aber 98, glaube ich, war das schon beschlossen oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, es war ja eigentlich ein sehr progressiver, langsamer Fortschritt, in Anführungszeichen. Mhm. Ja, Bund freie Bürger, das sagt mir irgendwas. Halt Euro-Gegner, ja. Mhm. Ja, sagte er jetzt auch gerade, waren die ersten Euro-Kritischen, ja. Eine Initiative, wo dann auch Beatrix von Storch mit dabei war später und Vera Lengsfeld, da hat er auch für eine Kampagne mehrere Millionen ausgegeben. Das heißt, er ist sehr frei, wusste ich gar nicht. Was politische Organisationen angeht. Hm. Und will die halt in eine Richtung rücken, die nicht durch FDP und nicht durch CDU, CSU vertreten wird. Also noch weiter rechts davon oder noch privatwirtschaftlicher orientiert. Hm. Also, da benutzt er jetzt aber rechts als Synonym für freie Marktwirtschaft. Ja, eben, ja. Und sonst benutzt er das nicht wirklich fest. Er sagt ja eigentlich, dass es was anderes ist. Ja, ja. Er sagt ja oder, nicht. Ja, okay. Ja, ja. Ja, aber irgendwie so schwingt das so ein bisschen mit, als ob das quasi synonym benutzt werden könnte. Ne? Ja, natürlich. Also natürlich. Es ist auf jeden Fall. Es ist nicht links und aus Sicht eines Linken ist es damit ja automatisch rechts. Ja, aber es ist halt nicht ganz so schlimm rechts, wie die sich das vorstellen, mit hier Konzentrationslagern oder sonst irgendwas. Ja, eben, genau. Aber halt irgendwie, ja, die denken ja nie an die Kinder, also sind sie auf jeden Fall auch irgendwie, ja. Aber er führt es ja weiterhin aus. Ja. Also. Seit wann unterstützt er jetzt die AfD? Und was macht er da genau? Ja, das war quasi eine kleine Anschubfinanzierung für die AfD. Also ich denke, das ist zustande gekommen, als Leute, das waren ja vier CDUler, die AfD gegründet haben. Das waren Bernd Lucke, Konrad Adam, der sich jetzt verabschiedet aus der AfD, dann Alexander Gauland und dann noch jemand aus der Mittelstandsvereinigung, Gerd Rubanus. Diese vier CDUler haben im September 2012 die Wahlalternative 2013 gegründet und wollten damals noch zusammen mit den Freien Wählern zusammen in den Bundestag reinkommen, um gegen den Euro und so weiter also eine Politik zu machen und auch mehr Privatisierung, weniger Sozialhilfe und so weiter. Das waren so die Positionen von diesen vier Leuten. Es muss immer in einen zusammen. Ja. Es ist so durchschaubar. Man muss immer direkt so, ja, die sind total asozial. So, die wollen, dass die Armen verrecken. Das muss da immer mitschwingen, wenn er das sagt. Und das ist halt Bullshit. Die kamen aus dem Berliner Kreis der CDU. Sowas, was heute vielleicht die Werteunion ist, das war damals so der Berliner Kreis. Und wollten dann halt mit den Freien Wählern Druck ausüben auch auf die CDU, damit die eine andere Politik machen oder auch auf die FDP. Und spannend war dann, dass der Bernd Lucke dann eine Rede gehalten hat im Bayerischen Hof in München, am Promenadenplatz. Eingeladen war der von einer Dagmar Metzger, die so ein kleines Unternehmen hat, Wörthstadt GmbH heißt das. Und die hat immer so Unternehmer. Ganz kurz, das ist jetzt die erste Person, die ich auch mal persönlich getroffen habe. Aber kenne ich nicht besonders gut, aber ja, nur so als Beispiel. Gespräche gemacht, die Münchner Wirtschaftsgespräche, wo ich mich damals schon, als ich die beobachtet habe, gefragt habe, wie kann die das finanzieren? Ja, weil das ist Bayerischer Hof, da finden normalerweise die NATO-Sicherheitstagungen statt. Das ist halt die Top-Adresse überhaupt. Das ist ein Fünf-Sterne-Hotel am Promenadenplatz. Mhm. Und wie kann ein Dagmar Metzger das finanzieren, diese? Ja, ganz kurz, ich war x-mal in München im Bayerischen Hof. Alle möglichen Leute können sich das in Anführungszeichen finanzieren, da mal irgendwie einen Tagungsraum zu mieten. und der war dann auch eingeladen im November 2012. Was haben die denn da gerade für Tonprobleme? Und im Januar 2013 gab es dann die AfD. Und ich denke, das ist gleich vorbei. Dagmar Metzger
arbeitet mit beim Mises-Institut. Dieses Mises-Institut wurde 2012 auch gegründet. Und zwar in den Räumlichkeiten von Degusser Goldhandel. Und Degusser Goldhandel sitzt am Promenadenplatz 10 und 12. Und das, der Bayerische Hof hat, glaube ich, die Hausnummern 6 bis 8. So, oder? Ungefähr. Die liegen jedenfalls direkt nebeneinander am Promenadenplatz. Und Degusser Goldhandel gehört eben August von Finck. Und ich hab, und da denke ich, da wurde quasi die AfD schon aufgebaut, auch mit Unterstützung von August von Finck, mit dem Geld von August von Finck. Und später hat sich das dann auch bestätigt. Ich konnte es damals nicht beweisen in meinem Buch, weil einfach ich hatte keine Unterlagen. Ich konnte nur sehen, wie das halt zusammenlief. Und später hat dann ja auch der Spiegel dann zusammen mit der WOZ. Hier nur ganz kurz, also soweit ich weiß, ist das zumindest alles denkbar und klingt durchaus plausibel, was er da erzählt. Ja. Also mit der Wochenzeitung aus der Schweiz, dann Belege gehabt, ne, Bewertungsbelege und so weiter, wo dann nachgewiesen werden konnte, dass August von Finck tatsächlich, über August von Finck tatsächlich eine Finanzierung der AfD gelaufen ist. Und später gab es dann auch diese Goldgeschichte, dass dann die AfD sich über Gold finanziert hat. Die haben Gold verkauft und waren dann als Partei, haben die dann vom Staat Geld bekommen, weil sie halt Umsatz gemacht haben. Wenn eine Partei Umsatz macht, bekommt sie Geld vom Staat. Was? Genau, und das war so ein Was? Als ob das irgendwas Neues wäre. Die Partei hat genau das Gleiche auch gemacht. Die haben 100-Euro-Scheine für 90 Euro verkauft, um einen Umsatz zu generieren und dadurch Gelder vom Staat für die Partei zu bekommen. Und die Gelder vom Staat waren natürlich mehr als die 10 Euro Verlust, die sie mit jedem 100-Euro-Verkauf gemacht haben. Also, das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, aber die wollen, also ja, da ist auch wieder das Ideologische, die AfD ist Kacke. So, und egal, deswegen muss ja egal, was sie machen, Kacke sein. Ja, richtig. Also, weißt du, aus Sicht eines Goldbugs, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber also aus meiner libertären Sicht, da dachte ich, oho, die AfD wirbt tatsächlich mit Gold, also mit einer Alternative zu Staatsgeld. Das für mich sprach das sogar eher für die AfD. Ja, richtig. Aber ja, es war halt offen. Ja, ich war rechtsoffen. Es wird halt, die damalige Gründungszeit der AfD wird halt mit dem, was heute der Höckeflügel ist, gleichgesetzt. Und das war ja definitiv damals nicht so. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung hat sich da nie was geändert. Es haben sich nur die Personen geändert, an denen sie sich gerade aufgehängt haben. Früher hat man sich über Frauke Petri und ihren Schießbefehl aufgeregt oder was auch immer. Und irgendwann kam halt dieser von Storch war das mit dem Schießbefehl. Nicht die Petri? Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Beatrix von Storch war. Ich dachte, das sei die von Storch mit Maus gerutscht. Anyway. Ist ja eigentlich auch egal. Naja, es geht ja weiter. Trick, die haben dann Gold verkauft. Und das aber Gold, wessen Gold? Sie haben Gold. Wessen Gold? Man könnte ja sagen Nazi-Gold. Nazi-Gold. Also von August. Oh Gott. Nee, sorry. Das wäre natürlich geiler gewesen, wenn sie da auch noch Nazi... Oh, ja, die AfD hat jetzt endlich das Nazi-Gold verkauft. Endlich. Schade, das wäre dann Pulitzer-Preis gewesen. Das wäre echt lustig. Oh je. Von Finck und hat er das geschenkt oder was? Das weiß ich nicht, wie viele die dafür bezahlt haben, aber da kann ich mir gut vorstellen, dass es auch zu guten Konditionen verkauft wurde. Ja, klar. Aber das ist auch egal, auch wenn die halt zum normalen Preis das gekauft hätten. Der Trick war einfach, dass sie das verkaufen und dadurch, dass sie das verkaufen, hatten die einen Umsatz und über diesen Umsatz haben die dann eben. Wie gesagt, das macht die Partei. Hat die Partei das auch gemacht oder haben das Parteimitglieder gemacht oder muss es in die Parteizentrale kommen und konnte da Gold kaufen? Nö, die haben das angeboten, die hatten so einen Goldshop, ne, wo dann AfD-Goldshop, wo man Gold kaufen konnte. Das ist ja absurd. Und das hat dann die Partei später auch nochmal gemacht. Die Partei hat das nachgeahmt, die haben Geld verkauft. So rum war das. 20-Euro-Scheine verkauft. Und die Partei hat diese 20 Euro. Ja, genau, um das einfach, diese Absurdität dann auch vorzuführen. Und das, ich glaube, das darf man heute auch nicht mehr. Also die das Absurdität war so eine Lücke, vorzuführen. Eine rechtliche Lücke. Ja, aber was klar war, die haben eben auch die Gusra Gold verkauft. Zu welchen Konditionen, weiß ich nicht. Ja, das heißt, da gibt es eben diese Zusammenhänge, das gab ein Interesse daran von August von Finck, dass eben die AfD auch
finanziert wird, was auch logisch ist, weil der Bund Freier Bürger wurde schon finanziert von August von Finck und diese Organisation, wo mir der Name gerade nicht einfällt, die wurde auch finanziert von August von Finck und da saß ja dann damals auch Beatrix von Storch mit drin in diesem Verein und Beatrix von Storch ist ja quasi auch AfD. Mhm. Das, Trixi war auch schon bei Jung und Naiv, falls ihr euch ein bisschen amüsieren wollt. Geht das in Interview fand ich gar nicht so scheiße. Also. Verlinkt, Degusser Goldhandel. Finde ich ganz cool. Müssen wir darüber wissen. Ja, erstmal, dass das nicht verwechselt werden darf. Degusser Goldhandel heißt eigentlich deutsche Gold- und Silberschmiedeanstalt. Ist ein Akronym. Eideanstalt. Dieses Akronym, und die gab es schon im 19. Jahrhundert. Ne? Und, genau. Die sind dann richtig wichtiger geworden oder auch größer geworden in der Nazi-Zeit. Das Akronym Degusser ist dann auch erst 1943 entstanden. Vorher hieß das Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt und ab 1943 dann Degusser. Und Degusser hat eigentlich keinen guten Ruf, weil eine Tochterfirma Dege hat eigentlich keinen guten Ruf. Ja? Weißt du, die Formulierung. Ja. Er sieht es halt so. Er will eine Firma, die es sehr viel länger geht, er will die halt aus dieser Brille sehen. Und ja, nur kurz als Anmerkung, weil der Rant von ihm geht ja erst der geht ja jetzt erst richtig los, ja. Fesch hat Zyklon für die Nazis, für die KZ geliefert. Oh. Und gleichzeitig wurde dann noch den KZ-Opfern das Zahngold entfernt und das war auch eine Tochterfirma von Degusser. Ja, sie stehen halt für sehr üble Machenschaften. Also die Tochterfirma von Degusser hat ihnen das Zahngold entfernt, nicht die Nazis, oder wie? Ach, du, war jetzt ein dummer Einwurf von mir, aber es kommt so rüber, als ob da jetzt ein Goldschmied gekommen wäre und hätte da mal eben an den Zähnen rumgedrückt. Das ist der Eindruck, der erweckt werden soll. Ja. Oder, ich meine, vermutlich denkt, ich meine, er glaubt das ja alles selber, nehme ich mal an. Ja, vermutlich. Es gab Arisierungen von Degusser. Und später hieß es dann Evonik, aber die haben auch die Geschichte aufarbeiten lassen. Borussia Dortmund. August von Finck hat dann aber 2010 ich auch dran überlegt, er möchte gerne in das Goldgeschäft einsteigen, in den Goldhandel einsteigen und hat sich dann überlegt, er braucht einen guten Namen. Und für ihn war Degusser dann ein guter Name und dafür hat er 2 Millionen Euro gezahlt für den guten Namen Degusser und seither heißt es eben Degusser Goldhandel. Wie gesagt, ist nicht die Geschichte, ist nicht die gleiche Firma, aber er hat sich quasi freiwillig in diese Tradition gestellt, was ich eigentlich noch bedenklicher finde. Ne, wenn sich ja, also man muss ihm zugutehalten, dass er sagt, es ist nicht die gleiche Firma. Ne? Also, ja, also die sachlichen Zusammenhänge sind aus meiner Sicht korrekt dargestellt, aber halt eben aus seiner Brille eingefärbt. Ja, genau, das Framing, was er an den Tag legt. Die Interpretation, im Prinzip unterstellt er ja jetzt dem Finck, er sympathisiert damit, dass Juden Zähne aus dem Maul gerissen wurden. Darf man Maul sagen? Ich weiß nicht. In dem Kontext unglücklich. Also, das fand er so geil, dass er den Namen unbedingt haben musste und jetzt darunter handelt. Also. Der kann, sagen wir mal so, wenn ich jetzt irgendwie so ein Goldhandel neu, hätte ich jetzt unbedingt den Namen haben müssen. Mein Gott, der war halt zu haben und die Geschichte der deutschen Golden, also es ist für jemand, der die Geschichte etwas genauer kennt, ja, und ich gehe mal davon aus, dass der gute Herr von Finck sich da schon damit beschäftigt hat. Es ist eigentlich ziemlich abwegig, da irgendwie das jetzt auf Nazi irgendwie zu reduzieren. Aber der gute Herr Kemper sieht es halt so. Ja, und er ist ja der Soziologe. Also er legt ja hier fest, wann wer faschistisch ist und wann wer rechts ist und wann wer konservativ ist. Das bestimmt ja alles der Herr Soziologe. Ich hab das Gefühl, Soziologen bekommen auch direkt am ersten Tag einen Röntgenblick, dass sie in das Gehirn von anderen Leuten reinschauen können. So, und nur begründen damit ihre Unterstellungen. Nur bestimmte Soziologen.
sich jemand frei in kritischer Theorie geschult. Ja. Marxisten. Tradition stellt von Degussa. Und warum sind die jetzt wichtig? Weil meiner Meinung nach Degussa Goldhandel nicht einfach nur eine Firma ist, die mit Gold handelt. Das macht die auch. Hat doch gerade jetzt Gewinne gemacht. Ist, Böse. Sondern die haben 2012 einen Menschen eingestellt, Thorsten Polleit, der eine bestimmte Ideologie vertritt. Thorsten Polleit Ultra hier. den kenne ich auch persönlich seit Jahren. Sehr cool. Theorie der österreichischen Schule. Also was hat er gesagt? Radikalisierte? Hayek, Also ich gehe nochmal zurück, ein paar Sekunden. Das waren ein paar viele. Die mit Gold haben. Was für eine Version? Auch. Bitte? Ja, nee, sorry. Also. Hat doch gerade jetzt Gewinne gemacht. Ist, sondern die haben 2012 einen Menschen eingestellt, Thorsten Polleit, der eine bestimmte Ideologie vertritt, nämlich eine sehr radikalisierte Theorie der österreichischen Schule. Also nicht direkt diese eine radikalisierte Version, also schon mal Bullshit, aber lassen wir mal weiterreden. Hayek-Positionen, die an sich schon sehr, sehr marktradikal sind. Hayek ist Sozialist. Noch weitergehen, die halt die kann man umschreiben als anarchokapitalistisch. So werden die auch gehandelt. Ich finde den Begriff sehr problematisch, weil Anarchismus heißt eigentlich Herrschaftsfreiheit. Mhm. Die wollen aber eine Gesellschaft, in der es keinen Staat mehr gibt. Also keinen Staat mehr, sondern nur noch Unternehmen. Aber Unternehmen können auch herrschen. Nur noch Unternehmen, keine Individuen, keine Einzelunternehmungen. Er ist ja Klassist, also beziehungsweise er sieht sich ja als Klassismuskritiker. Aber er denkt ja nur in diesen Kollektiven. Ja, richtig. Der Bürger ist ja dem Bürger, würde Genosse würde er wahrscheinlich sagen, ja, die armen unterdrückten Massen, die immer irgendwie irgendeiner Herrschaft ausgesetzt sind, außer wenn Leute wie Herr Kämpfer das Sagen haben. Dann ist endlich alles herrschaftslos. Ja, genau. Ja, gut, es geht ja so weit, dass Leute sagen, ja, ich unterstehe einer Herrschaft, weil ich muss ja irgendwo einkaufen. Damit ich was zu essen habe, damit ich überlebe. So, du, da habe ich mit 17 drüber nachgedacht. Also ja, theoretisch bin ich jetzt ja auch gezwungen zu atmen. Ja, Ja. Also vor allem, die verstehen dann nicht, dass das ja aus eigenem Antrieb passiert, dieses Einkaufen. Da zwingt dich ja keiner zu. Es ist ja keine Herrschaft von oben. So, du gehst ja freiwillig einen Handel mit jemandem ein. So, weil es dir was bringt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird es schon sehr lax verwendet und die sehr sprachgenaue, der Versuch der Definition von Zwang etc., den ja die Libertären gerade unternehmen, die Anarchokapitalisten, die Bösen, das ist schon nicht alles super intuitiv, ja. Aber bei dem habe ich immer das Gefühl, das verwendet er irgendwie so aus dem Bauchgefühl. Ja, Herrschaft ist, was ich irgendwie als unterdrückend empfinde. Ja, genau. Gut. Damit könnte man ja dann gegen den Kommunismus agieren oder argumentieren, indem man sagt, ich empfinde Kommunismus als Unterdrückung meiner selbst und dementsprechend ist das Herrschaft. Im ganzen Video, ich weiß jetzt nicht, wie der Herr Kämper sonst so auftritt, aber da hätte ich jetzt ich hätte zwar gewusst, okay, der ist links und wahrscheinlich ziemlich links, aber wo genau der politisch steht, weiß ich nach dem Video auch nicht. Nee. Also er legt sich hier nie fest. Er doziert ja nur. Lassen wir ihn weiter dozieren. Ja. Also es gibt, wenn man sich so einen Konzern anschaut, da gibt es ja Herrschaft, das ist ja nicht anarchistisch. Anarchistisch würde ja heißen, ich lasse mir gar nichts sagen, es gibt keine Chefs, ne? Das wäre quasi so ein Anarchismus. Aber da gibt es natürlich noch Chefs und da gibt es natürlich auch noch Knäste in dieser Gesellschaft, die Ach Gott, das ist halt wieder so, ja, natürlich gibt es in der Firma hierarchische Strukturen und nach seiner Meinung dann auch Herrschaft, weil hierarchische Strukturen halt immer, aber niemand zwingt dich doch in dieser... Das ist genau deren Kernproblem, dass sie das Synonym sehen. Ja, niemand zwingt jemanden doch in dieser Firma zu arbeiten. Du kannst dich ja auch selbstständig machen, so. Also, dich zwingt ja keiner, deinen Chef anzunehmen oder die Meinung deines Chefs anzunehmen. Ja, okay, dann kündigst du halt und dann gehst du halt woanders hin oder machst selber was oder
Es ist ja nichts Aufgezwungenes. Das verstehe ich. Im idealen Libertarismus herrschen einfach nur Eigentumsrechte. Punkt. Ja. Und wer die genau durchsetzt, naja, das ist dann regional, lokal, wie auch immer, unterschiedlich im Idealfall, möglichst dezentral auf jeden Fall. Ja. Also meine Interpretation des Ganzen her, würden die jetzt sagen, aber wahrscheinlich würde der jetzt sagen, ich verbreite rechte Narrative oder sonst irgendwas. Aber lassen wir mal weiterreden. Jetzt kommen wir zu den Knästen, ne? Ja, genau. Die anstreben, aber dann eben keine staatlichen, sondern Privatknäste, Privatpolizei, alles privatisiert. Ne? Das ist so diese... Ist halt effizienter, Andreas. Effizienter, ja. Genau. Ja, wenn die müssen ja also, worüber lachen Sie jetzt genau? Ich will es verstehen. Dass es effizienter ist oder dass es eben nicht effizienter ist oder dass Effizienz irgendwas Böses ist oder hä? Das ist halt diese. Kannst du es mir erklären? Ich glaube, ich bilde mir ein, mich da in den Linken hineinversetzen zu können. Die Effizienz, denke, das ist halt dieses kalte, berechnende, typisch kapitalistische, man denkt nur ans Geld und so weiter. Effizient muss es sein, ja, was ist ein Leben wert und so weiter, also die Schiene. Ja, wobei man ja auch bei Effizienz auch Ressourcenschonung sieht. Ja, ne? Natürlich. Aber die wahrscheinlich nicht, also in dem Fall. Nicht Falle in dann. Dem Kontext jetzt. Nee, da ist also, es ja, negativ gemeint. Also für mich ist Effizienz hauptsächlich Ressourcenschonung. Das hat natürlich den positiven Effekt, dass man damit mehr Geld mit weniger Mitteln einnehmen kann. Aber das ist ja eigentlich nur die Folge daraus, dass man Ressourcen schont. Man wendet weniger auf für einen gewünschten Ausgang zum Beispiel. Ja, hat genau. Man die Mittel effizient eingesetzt. Genau. Aber naja. Die müssen ja irgendwelche Gründe haben. Du beschäftigst ja dich mit denen. Wie pitchen die sowas? Ja, die Überlegung ist ja schon angelegt eigentlich auch bei der österreichischen Schule, dass der Staat der Wirtschaft im Weg steht. Ne? Die sagen aber, diese österreichische Schule von Mises und von Hayek, die sagen, okay, aber so einen Minimalstaat brauchen wir noch. Ne? Wir brauchen halt eine Polizei, die das Ganze schützt. Ne? Ich sag ja, Hayek ist ein Sozialist. Wir brauchen Moment, Mises auch. Die Sozialkraft auch noch bezahlen. Ja. Ja. Aber der ist kein Sozialist. Ja. Also die sagen, okay, Minimalstaat. Die haben aber auch Hayek und Mises, die hatten schon ein instrumentales Verhältnis zur Demokratie. Ja, die haben gesagt, dass das Gegenüber vom Liberalismus, also die sehen sich selber als Liberale, was man auch wieder in Frage stellen kann, weil Liberalismus kommt ja von Liber, von Libertat, von Freiheit. Und das ist ja genau das, was erklärt es ja noch, die wollen aber nicht die Freiheit an sich, sondern die wollen die Freiheit der Privateigentümer. Ne? Und Hartz IV ist jetzt nicht unbedingt was so frei macht und Niedriglohn ist auch nicht was, wo ich sagen würde, das ist jetzt die große Freiheit. Ne? Wenn man drei Jobs am Tag haben muss, ist man nicht unbedingt frei. direkt diese Unterstellung so, ja, wenn wir eine freie Marktwirtschaft haben, dann muss man drei Jobs haben. Ich weiß also, noch nicht immer, wo genau der logische Zusammenhang da jetzt war, von also wie er den Übergang, ich meine, er macht es einfach so. Und ja, also, ich meine, guck dir mal an. Wieso Hartz IV, hä, was hat das jetzt mit dem Thema Freiheit? Ja, für ihn ist Hartz IV halt keine Freiheit, weil man dafür was tun muss. Also man muss Bewerbungen schreiben und so weiter. Ich wette mit dir, dass er auch Freiheit wieder irgendwie kontextabhängig irgendwie so definiert, wenn er überhaupt mal irgendwas klar definieren würde. Ich denke, seine Definition von Freiheit ist, andere Leute müssen dafür sorgen, dass ich so leben kann, wie ich will. Also in der Praxis vielleicht, aber... Das ist halt so oft bei den Sozialisten. Sie drücken es nicht so aus. Vielleicht meinen sie es auch nicht so, aber die Konsequenz ist es ja. Wenn das verstehen die ja auch nicht mit positiven und negativen Rechten, dass ein positives Recht ja immer eine Pflicht eines anderen ist. Ja. Und das verstehen die ja auch nicht. Und dass du, wenn du einem dann durch dieses Recht mehr Freiheit gibst, jemand anderem Freiheiten nehmen musst,
So, ja. Die tun so, als wären die für die Freiheit, aber eigentlich wollen die nur irgendwem Freiheiten nehmen, um die jemand anders zu geben und Wohlstand jemandem nehmen, um den jemand anders zu geben. Also Im politischen Kontext macht, ich meine, weißt du, Freiheit kann man von mir aus, man kann drüber philosophieren, so viel man, wie man will, aber so, ja. Sobald es andere Leute betrifft, also sprich politisch wird oder sozial, ja, ich meine, du kannst nicht alleine sozial sein oder politisch. Ja. Du brauchst irgendjemand, auf den du dann, und da sollte Freiheit sehr klar definiert sein als negativ. Also ich darf, Freiheit ist das Recht, Nein zu sagen. Genau, und nicht, ja. Irgendwas zu bekommen, was irgendwer irgendwie herstellen muss. Ja. Ach ja. Ja, lass mal weiter gucken, sonst. Ja. Also ich glaube, wir können uns da ziemlich gut drüber aufregen, über was er da jetzt momentan so sagt. Ne? Marathon. Frage hier. Der Perspektive. Okay, die nennen sich selber aber Liberale. Mhm. Liberalismus, und die sagen, das Gegenüber von Liberalismus, den sie vertreten, ist der Totalitarismus. Korrekt. Das Gegenüber von dem Autoritarismus oder von Freiheit Diktatur und ist die Demokratie. Und der Liberalismus kann sich dann halt positionieren. Der kann sich dann mal halt eher in Richtung Demokratie positionieren, wenn es halt passt. Mhm. Wenn es halt für die Wirtschaft besser ist, sich für die Demokratie zu positionieren, dann machen die das aus. Sie sind also nicht generell demokratiefeindlich. Oder also wenn es der Wirtschaft hilft, dann geht der Libertarismus zur Demokratie. Check die ganze Perspektive halt nicht. Ja, ich auch nicht. Also, ich meine, ich kenne ja unsere Position. Ja. Und wenn die Position ist, Staat böse, also um das jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken, weil Herrschaft böse, dann ist es ja keine Position eines Liberalen zu sagen, ja, aber um die Wirtschaft voranzubringen, müssen wir dann doch einen Staat haben. Also, es ist... argumentiert, also das ist ja ein Argument, das unterstellt er in den Liberalen. Ja, ja, richtig, ja. Die argumentieren ja völlig anders. Ja, aber es ist halt nicht schlüssig irgendwie. Also, wenn du jetzt sagst, wir wollen keinen Staat haben und dann sagst, oder wenn du jetzt, er unterstellt uns ja, wir wollen keinen Staat haben und wir sagen, das ist korrekt und sagt dann aber gleichzeitig, ja, wir brauchen aber Demokratie, um die Wirtschaft voranzubringen, weil Korporatismus, eigentlich sagt er... das ist ja instrumentelles Verhältnis zur Demokratie, dass wir also praktisch nicht aus ganzem Herzen Demokraten sind, weil ja, wir uns halt fragen... Oder Anarchisten sind, sondern quasi opportunistisch rangehen und sagen, ja, wir brauchen die Demokratie, um für große Unternehmen irgendwie Sonderregelungen zu bekommen oder so. Das im Prinzip unterstellt er genau das ja in dem Moment. Ja. Oder sehe ich das falsch? Also er versucht, seinen Gedanken ganz nachvollziehen kann ich nicht. Ich kann nur so weit nachvollziehen. Er kann halt eben diese methodologisch-individualistische Sicht der Liberalen halt offensichtlich nicht verstehen, dass es nicht irgendwie um irgendwelche Unternehmen geht oder sonst irgendwas, sondern um den Bürger, der doch angeblich, dessen Stimme doch angeblich so wichtig ist in einer Demokratie. Ja, übrigens, über den Begriff kann man ja auch abendfüllen, diskutieren, wie der genau interpretiert werden soll. Also die alten Griechen haben für das, was wir heute haben, noch ganz andere Begriffe verwendet und aus meiner Sicht hat der gute Herr Kemper ein sehr bolschewistisches, rätedemokratisches Demokratieverständnis. Mhm. Aber heute geht es ja nicht um sein Verständnis, sondern er beschäftigt sich ja mit uns und unserer Szene, in Anführungszeichen. Ja. Deswegen, ja, lassen wir ihn mal analysieren, wie wir so drauf sind. Ja. Das ist der Röntgenblick, der muss jetzt... Genau, Köpfe gucken. Oder sie positionieren zu einer autokratischen, zu einer Diktatur. Und das haben die dann auch gemacht. Also die haben zu Mises und Hayek haben sich dann durchaus auch positiv zum Beispiel zu Salazar, zu dem Diktator von Portugal, positioniert. Oder, was noch bekannter ist, eben zu Pinochet, zu dem Folterstaat in Chile. So, da muss man ja jetzt sehen, dass die sich nicht... Also,
ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit aussage. Nee, da muss man doch jetzt sehen, wenn ich als Mises oder sonst irgendwer oder aus meiner Position sage, ja, wirtschaftlich war das, was Pinochet gemacht hat, wahrscheinlich besser als was vorher war, heißt es ja noch lange nicht, dass ich dem seine militärdiktatorischen Mittel, die er verwendet, irgendwie gut heiße oder so. Aber das unterstellt überhaupt er nicht. Ja jetzt. Was heißt, er unterstellt das nicht, aber wenn ich mich jetzt in den Typen reinversetze, der das jetzt gerade guckt und sich noch nie mit Libertarismus auseinandergesetzt hat, nie was von Pinochet gehört hat, außer dass er ein Diktator war, dann würde ich ja jetzt denken, Mises und so, die finden Diktatur ja ganz geil. Obwohl sie demokratiekritisch sind, in dem Sinne, dass sie eher Richtung Freiheit wollen und nicht in Richtung Diktatur. Du brauchst da gar nicht den Konjunktiv verwenden, oder du vielleicht, aber also ich weiß das ja selber noch. Ich bin ja nicht libertär auf die Welt gekommen. Ich war ja die Hälfte über, inzwischen ist weniger als die Hälfte, weil ich halt so alt geworden bin. Aber jedenfalls, ich war ja lange links, ja. Ja, bei mir genauso. Also ich habe mich links gesehen, viele Jahre. Und deswegen kann ich das, ich kann mich da schon reinversetzen in diese ganze Denkweise, wenn man zutiefst überzeugt ist, man ist auf der Seite der Guten oder will da auf jeden Fall schon mal sein. Ja, was ja schon mal an sich ein ganz sympathischer Wesenszug ist, dass man irgendwie sich zumindest mal eigentlich ja denkt, ja, hey, okay, also es gibt überhaupt sowas wie gut und böse und ich will halt versuchen, irgendwie gut zu sein. Okay, fair enough. Guter Start, würde ich mal sagen. Und anyway, wir schweifen ab. Also es geht ja, wie gesagt, jetzt los. Wo halt den Gewerkschafter quasi vertrieben wurden, umgebracht wurden, verschwunden sind in Anführungszeichen und als die dann alle wegfahren, konnten die dann halt dieses Experiment machen mit einem sehr privatisierten Staat. So, das heißt, was auch exzellent gelaufen ist. Und die Verbindung Chile, zur Verbindung Chile und Hayek könnte ich alleine einen ganzen Podcast füllen. Ja, und übrigens auch dieser Verbindung, den Linke und Linksradikale und Linksextremisten von Hayek und Pinochet, habe ich meine persönliche erste Begegnung mit der Antifa zu verdanken. Das war ausgerechnet in Zürich, weil die da einen Vortrag von einem Hayek-Club Zürich, der eigentlich an der Uni Zürich stattfinden sollte, wurde dann aber abgesagt aus Sicherheitsgründen. Was schon mal echt krass ist, aber naja, und dieser die chilenische junge chilenische, also vielleicht Mitte 30 oder was, chilenische Ökonom, wollte eigentlich einen Vortrag über Chile halten, wie es da so halt eben gelaufen ist, wirtschaftspolitisch etc. Und dann haben die, obwohl das an einen geheimen Ort verlegt wurde, haben die irgendwie halt Wind bekommen, weil es in einem städtischen Haus war vielleicht und haben dann die Veranstaltung gestürmt. Und ich habe versucht da, also nicht mit dem, die haben ins Publikum, haben die ein Dutzend, schätze ich mal, Proteste. Und es war wirklich alles auf, ich selber habe am selben Tag überhaupt erst erfahren, wann das genau wo stattfindet, weil es eben so kurzfristig und dann geheim sein musste aus Sicherheitsgründen. Und die haben das trotzdem irgendwie rausgefunden. Und der hatte gerade mal 5 Minuten angefangen zu reden. Da ging irgendwie so hier Bullhorn, da diese Trötgeräusche und Böller. Und ich schätze mal, vielleicht 8 oder so Black Block, also richtig schwarz vermummt, sind reingekommen, haben mit Eiern geworfen, haben den Raum verwüstet. Die meisten haben sich so erstmal zurück. Die Leute, da waren ein paar, die durchaus aussahen, als hätten die, also ich meine, ich hätte die auch irgendwie gerne wieder aus dem Raum raus begleitet, aber es war sehr deeskalierend. Keiner hat wirklich auf die, die haben halt wie gesagt Eier geschmissen, aber sie haben niemanden eine reingehauen, ja. Und haben da ihre
Parolen gesungen, sind dann nach 5 Minuten wieder weg. Aber das Krasse war eigentlich hauptsächlich, dass da eben das Dutzend Leute, die eben im Publikum saßen und auf einmal und meine Bekannten, die eben das Ganze organisiert haben vom High Club, die wussten gar nicht, wer das ist. Und es war eigentlich nur für Mitglieder, der ganze Vortrag. Ja. Weil öffentlich in der Uni konnte ja die Sicherheit nicht garantiert werden. Ja, okay, gut, dann machen wir es halt nur für diejenigen, die es halt wirklich interessiert, die halt Mitglieder sind, ja. Und trotzdem haben sie sich da irgendwie einmarschiert und haben selbst das noch sprengen müssen. Obwohl der Hayek nur wirtschaftspolitischer Berater war und auch gar nicht so intensiv. Und ich meine, die Geschichte mit also zu Salazar weiß ich relativ wenig, aber Mises, aber da kommt er ja noch drauf. Also die Verbindung, da bin ich auch sehr empfindlich, weil das geht schon echt ins Diffamatorische, wenn man da Leuten wie Hayek und Mises irgendwie Sympathien für Faschismus andichtet. Ja, allerdings. Ja, schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall interessante Geschichte. Und Mises hat sich auch in seinem Buch Der Liberalismus, hat er sich auch wortwörtlich für den Faschismus bedankt. Ne? 24. Das war, glaube ich, 27. Ach, das ist auch wieder so, aber warte. Ja, das meine ich, das ist ja genau das, was ich gerade meinte. Ja? Also aber das Schöne ist, im nächsten Satz relativiert er es ja. Also er egal. Ich meine, ja. 20, 23. Das war allerdings noch vor dem Nationalsozialismus. Und hat sich für den Faschismus bedankt, hat dann aber auch gesagt, okay, jetzt hat der Faschismus seine Aufgabe erledigt, ne? Und jetzt kann halt unsere Gesellschaft an die Stelle des Faschismus. Sollen wir hier mal kurz einfach die Passage mal kurz vorlesen aus Liberalismus? Wenn du sie parat hast. Also ich habe ich habe es ja x-mal, die ist ja als PDF, dann laber du mal ein bisschen und ich google mal hier kurz und wenn nicht, dann machen wir weiter, aber also wenn, weil auch das hat ja auch der, wie heißt der Mausfeld, der hat das ja auch schon mal, der kolportiert das ja auch, also trägt diesen Mythos weiter. Mhm. Und der Gunnar Kaiser hat ein ganzes Video mal, oder nee, nicht ein ganzes Video, oder er hat zumindest mal in einem Video erwähnt, das ist auch, also wer den Originaltext liest, und es ist ja online verfügbar, docs.mises.de und so weiter. Mises Liberalismus, ich glaube von 27, also 1927 ist ja da, hier Inhaltsverzeichnis. Mises sprach damals sogar noch von Faszismus, also weil es eben noch sehr nah an dem, es war ja eine italienische Bewegung da hauptsächlich. Das Argument Faschis, dieses Bündel, dieses Holzbündel ist das, glaube ich, ne? Genau. Also geht er aufs Römische Reich und das würde dann dieser Griffin da, den der Kemper zitierte, dann wieder wahrscheinlich wieder als palingenetisch oder wie das hieß da, ultra, also hier die italienischen Faschisten haben sich aufs Römische Imperium berufen und das ist sei dann also deren faschistischer Mythos und die Faschisten haben ja tatsächlich, also auch nach meiner Analyse sozusagen oder nach dem, was ich mir eben so da erlesen habe, haben mir tatsächlich, also der Mussolini speziell, der Sozialist war oder ja, wann auch immer die genauen rechts wurden, ist ein abendfüllendes Thema, aber der soll ja in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs erst realisiert haben, dass also sich das Volk sehr viel besser aufhetzen lässt oder agitieren oder motivieren lässt für die jeweiligen Ziele, die diese Leute dann haben, wenn man nicht also an die Klassen appelliert, so wie damals war das ja, damals gab's ja, soweit ich weiß, sowieso nur Arbeiterklasse und den Rest, also und das Bürgertum, oder so, keine Ahnung, wahrscheinlich gab's auch damals irgendwie wieder unterschiedliche Klassen, aber so die wichtigen waren halt Arbeiterklasse und in den Schützengräben hat der Mussolini halt festgestellt, ja okay, aber die Leute, also selbst der Zahnarztsohn oder der Fabrikantensohn und der Arbeitersohn, die sind auf einmal alle zusammen Italiener gegen die Österreicher und nicht die Arbeiter gegen die Kapitalisten, sondern so und weißt du, daraus wurde dann hier irgendwann mal ganz später ist dann eben halt National Sozialismus, ja, also unser Kollektiv, unsere Megaklasse,
ist es nicht die Arbeiterklasse, sondern die Volksklasse. Ja. Weil wir halt nicht Individualisten sind, sondern Kollektivisten, und dann kloppen wir uns gegenseitig halt die Köpfe ein, welches Kollektiv da jetzt irgendwie wichtiger ist. Ah. Aber auch das wird ja alles noch vertieft in epischer Breite von Herrn Kemper in den nächsten 2 Stunden des Videos. Mal gucken, wie lange unseres wird. Das Kapitel zum Faschismus hier vor mir, aber ich finde jetzt gerade die Stelle nicht, wo er. So, ja, ich habe es sogar da, aber er spricht es ja an verschiedenen. Ab Seite 41 ist das irgendwo. Da geht er halt explizit auf Faschismus ein, also Faszismus. Genau. Ich habe es auch mal, also er stellt es halt in den historischen Kontext. Damals gab es ja 1927, war ja bereits, also der Bolschewismus, der hatte sich des riesigen Zarenreichs bemächtigt. Und der Kommunismus hatte damals ja schon der war ja in Deutschland zum Beispiel ja auch schon massiv sichtbar und wirksam. Es gab ja Straßenkämpfe und weiß ich was alles, so ein Umsturzversuche schon sehr, sehr früh. Und den Kommunisten war immer klar, Deutschland war ja eigentlich mal der Kernstaat. Ja, also Russland hat sich immer nur so blöd ergeben. Ja, eigentlich hätte es Russland ja gar nicht geben sollen, laut deren Theorien. Aber die ändern sich ja auch immer. Ja, anyway, also jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren vor lauter. Wo waren wir gerade? Jedenfalls ein Zitat wäre aus dem Buch: Es gibt nur eine Idee, die man dem Sozialismus wirksam entgegenstellen kann, die des Liberalismus. Und das ist praktisch direkt in diesem Kapitel über Faschismus, dass Faschismus zu der Zeit erfolgreich war und triumphieren konnte. Und er sagt halt, nein, Faschismus ist nicht das, was man dem Sozialismus entgegenstellt, sondern der Liberalismus. Also dem da jetzt irgendwie eine Sympathie dem Faschismus entgegenzustellen oder zu unterstellen, ist ja. Also das ist völlig an den ich finde dieses Zitat jetzt gerade nicht, aber im Prinzip, was er anspricht, ich kenne das. Im nächsten Satz sagt er im Prinzip, Faschismus ist halt scheiße. Also. Wir können es ja dann unter dem Video verlinken, das ist eine PDF-Datei. Genau. Es ist wirklich lesenswert, sich einfach mal hier ab Seite 41, Kapitel 10, das Argument des Faszismus, einfach mal, weil der ist einfach wirklich in einfachen Worten ja auch einfach erklärt, aus der Sicht von 1927, der es noch live einigermaßen alles mitbekommen hat, wie das halt alles so lief und alles so war und mit den Bolschewiken und pipapo und da praktisch das, was er meint mit bedankt, er stellt halt fest, viele haben sich halt gedacht, also bevor wir diese bolschewistische Raserei da das waren zu einer Zeit, da waren ja bereits Millionen Tote zu beklagen in der Sowjetunion. Ja, richtig. Aber wie gesagt, einfach mal bei Mises.de sind ja die hier auch übrigens, das ist ja das von Mises, das Mises-Institut stellt es ja alles, die Texte ja kostenlos ins Internet. Das kann ja jeder selber nachlesen. Genau. Also was er da erzählt, es beeindruckt wirklich nur die Leute, wenn man es einfach so glaubt, dann denkt man ja echt, oh ja, Mises und Hayek, die dachten, ja, weiß ich, was die meinen, dass die dachten, dass halt irgendwie super Führerstaaten irgendwie super tolle sind. Dabei geht es Libertären ja darum zu sagen, wie genau sich der Gewaltmonopolist jetzt legitimiert, ja, ob der jetzt behauptet, dass er irgendwie Gottes Sohn ist oder mehrheitlich von irgendeinem Großkollektiv irgendwie gewählt, ist für den einzelnen Bürger ja erstmal irrelevant. Ja. Das ist zu Hoppe kommen wir ja noch, kommt der Kemper ja noch und wir damit dann auch. Der sagt halt so, lieber ein König, der mich in Ruhe lässt, als ein demokratisches, also in Anführungszeichen demokratisch gewähltes Parlament, was mir ständig auf den Sack geht. Ja, richtig, ja.
Und aber das ist ja eine Perspektive, die sieht ein linker Gutmensch ja nicht, weil sie sehen sich ja als, also das, was sie vorschlagen, ist ja immer gut. Also deswegen, das kann man ja gar nicht als Unterdrückung sehen, weil sie sind ja die Kämpfer gegen Unterdrückung. Ja, richtig, genau, ja. Und alleine der Fakt, dass es einen Monarchen gibt, ist ja schon eine Unterdrückung. Ob er irgendwas tut oder nicht, ist ja zweitrangig. Also ob er jetzt tatsächlich unterdrückt genau. oder nicht. Ja. Ja, okay, es gibt ein tolles Beispiel dafür, also wo es mir wirklich mal, also mein Klick hat das davor schon gemacht, aber sehr anschaulich, in einer Arte-Doku über die Geschichte des Louvre in Paris. Mhm. Und der Louvre hat damals, wir sind jetzt im, in welchem Jahrhundert, 1700 irgendwas, glaube ich, oder Ende 15 oder so, jedenfalls 1700 irgendwas, pipapo, ungefähr, war der Louvre noch ziemlich klein, also das Grundstück, ja, das Kerngrundstück, ist ja heute ist ja ein Riesending, und da standen also noch Häuser drumherum, die haben Pariser Bürgern gehört, und der damalige König, und jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der, um den es ging, das war Ludwig der 14. oder so, also einer der letzten Ludwigs eben, der wollte halt eben sein Louvre da ausbauen und die Bürger enteignen, aber er durfte nicht. Der absolutistische König Frankreich durfte nicht, weil es stand etwas über ihm, nämlich das Recht, ja, das Naturrecht. Ja. Weil damals sicherlich religiöser begründet und formuliert, aber eben ein Recht, was über dem König steht, ja, das haben sie halt damals göttlich genannt, ja, ausgebaut werden durfte der Louvre dann erst, nach der Französischen Revolution, die man durchaus als erste proto-bolschewistische Revolution betrachten kann, im Namen des Volkes dann enteignet wurden, die Häuser. Also deswegen konnte man dann den Louvre im Namen des Volkes, durfte auf einmal enteignet werden, weil da stand, über dem Volk stand ja nichts mehr. Aber ohne Staat, wer will dann unser Eigentum schützen? Ja, ja, ne? Sicher, also, nicht die Bürger, weil denen haben wir die Waffen ja weggenommen. Ja, im Prinzip ist Demokratie, wenn die Mehrheit es denn will, ist gibt es keinen Eigentumsschutz mehr und kein Eigentum. Also, genau. Aber man sagt ja immer, die Demokratie oder der Staat sorgt ja erst dafür, dass wir unser Eigentum überhaupt haben. Und du, ist es also ich aus entgegne meiner dem Sicht, halt immer wieder, dass es unter diesem Staat hier, dem deutschen Staat, praktisch gar kein Eigentum gibt. Weil zahl mal deine Grundsteuer nicht, dann zeige ich dir, wie viel Eigentum du hast. Also ich meine, wie gesagt, wir können da eine ganze Serie draus machen aus diesem einen Podcast. Allein das Demokratieverständnis, was der hat. Ja, ja. Also wenn du dir mal ein bisschen durchliest, so reicht ja Wikipedia, ja. Also wir haben sich eigentlich, was war das, was habe ich neulich zufällig mal entdeckt? Ach genau, ich habe Räte demokratisch gesucht, wie das eigentlich auf bei Wikipedia auf Englisch heißt. Und da heißt es einfach nur irgendwas mit Soviet Republic, ja. während das Antike, und er beruft sich ja eigentlich so gerne auf Etymologie und er behauptet ja sogar, ja, wir Liberalen können uns nicht Liberalen nennen, weil ja lieber heißt ja Latein Libertas und sowas. Weißt du, und hat dann aber auf der anderen Seite so total, ja, setzt dann, also Frames und die, den Faden wieder verloren. Ich kann mich da echt. Ja. Ich hab die ganze Zeit vor Augen, dass wir erst bei Minute 40 sind. Ja, ja, also wir schaffen ungefähr pro Stunde 20 Minuten. Also es ist. wo sind wir jetzt in Podcast-Länge? Podcast-Länge jetzt nochmal 53 Minuten obendrauf. Also insgesamt jetzt schon 2 Stunden 5. Ach du Scheiße. Wir sind schon über 2 Stunden und er hat noch gar nicht richtig losgelegt. Ja. Ja, aber ich finde das eigentlich ganz geil. Pentalogie. Pentalogie, 5 Folgen oder was? Mindestens. Wobei irgendwann lassen wir ihn einfach nur noch labern und lachen. Genau.
Ja, lass mir noch ein bisschen labern, oder was? Ja, lass mir den labern, ja. Okay. Das muss treten. Das heißt, hier haben ein instrumentelles Verhältnis zur Demokratie, wollen aber auf jeden Fall Minimalstaat. Und das ist bei den Anhängern oder bei der Ideologie, für die der Thorsten Polleit eintritt, anders. Thorsten Polleit will eine Privatrechtsgesellschaft. Und Privatrechtsgesellschaft heißt, es gibt gar keinen Staat mehr. Und es gibt dann auch eben keine Demokratie mehr. Und sondern was? Ja, es gibt nur noch Unternehmen. Nur noch Unternehmen. Da ist nur noch freie Bürger. Nur noch Unternehmen. Es gibt nur noch Unternehmen. Es ja. gibt nichts anderes mehr. Also Unternehmen herrschen dann. Genau. Lasse ich AGs. Ja. Ja, wenn er es wenigstens so ausdrücken würde. Aber in seinem Kontext ist es ja, dann gibt es da nur noch Amazon. Und Arbeitsdrohnen. Und oder so. Nestle. Und aber er kommt ja noch zu seinen apokalyptischen. Er führt das ja alles in epischer Breite alles noch aus. Wir werden schneiden müssen wie die Moskauer Zensoren. Okay, lass mal weiterreden. Die Aktien kaufen und kann dann über die Aktien mitbestimmen. Aber es gibt ja was ja demokratisch wäre. Ja, eigentlich schon. Ne? Es gibt nur noch Unternehmen. Und es gibt keinen Staat, es gibt keine Ministerien, es gibt keine es gibt keine gewählten Körperschaften, also nichts. Ne? Also es ist nur noch privat. Was würde das bedeuten? Also angenommen, wir hätten das. Also ich kann mir da nur, ich versuche dann immer bei den utopischen Romanen, die ich gelesen habe, oder dystopischen Romane, versuche ich mir dann klarzumachen, was das bedeutet. Es ist welche denn? Ja, genau, wollte ich auch gerade fragen, welche hast du denn gelesen? Sag doch mal. Ja. Wo sind denn die dystopischen Romane, die du gelesen hast? Wo es ohne Staaten. Meint er etwa Atlas Shrugged von Ayn Rand, wo alles ich ganz, ganz furchtbar ist? Ich fürchte, dass er da irgendwie 1984 im Hinterkopf hat. Und das kann ich mir auch vorstellen, ja. Dass es dort ja ein Staat war, weil der ja irgendwie meint, dass im Kapitalismus ja dann trotzdem dieser Unternehmensfaschismus dann wäre oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Augen von Polleit und von Hoppe und von diesen Leuten, die das halt wollen, ist es dann das Paradies. Ne? Wie auch immer das Wort Glauben so einbringt, so als ob das eine Paradies. Art Religion wäre. Ja, genau, Paradies. Wesen. Hallo, Paradies. Also ich das ist alles so was Mystisches, was wir da irgendwie haben. Er unterstellt ja jetzt gleich, Spoiler Alert, er unterstellt ja jetzt uns ein quasi religiöses. Ach stimmt, ja, das macht er ja sogar wortwörtlich, ne? Ja, kommt er jetzt. Die Löhne explodieren, es gibt Wohlstand, alle haben genug zu essen. Das propagieren wir den ganzen Tag. Die führen. Gut, die MLPD vielleicht. Katastrophen, ja. Ja, die führen alles darauf zurück, dass es der Staat ist. So, ich denke halt eher, dass es dann so ablaufen wird, dass es halt Konzerne gibt, riesengroße Konzerne, die dann halt ihre Territorien abstimmen. Und in diesen Territorien haben die dann ihre Privatknäste, ihre Privatarmeen, ihre Privatpolizei und ersetzen dann quasi. Weißt du, wir können einfach nicht schätzen, dass es so viel besser wäre, eine Volkspolizei und eine Volksarmee und eine und ein Volksfinanzamt. Das wäre so viel geiler. Nee, und vor allem, er unterstellt jetzt, dass es dann Riesenunternehmen gäbe. Wir behaupten ja, dass diese Riesenunternehmen ja erst durch den Staat überhaupt entstehen können, indem sie sich Vorteile beim Staat lobbyieren. Nein. Und so weiter. Also, ne? Klar kann es kann Riesenunternehmen geben, aber auch nur, wenn sie wirklich dann praktisch für alle die besten Produkte zum besten Preis anbieten. Genau. Und also dann kann es sie geben, aber dann wäre dieses Monopol ja auch nicht schlecht, wenn dieses Monopol einfach utopisch gut wäre. Es geht ja nur um ein bestimmtes Produkt. Es geht ja nur um ein bestimmtes Monopol von irgendeiner Dienstleistung oder irgendeinem Produkt und nicht das Gewaltmonopol. Ja, eben. Und wie stellt er sich das vor? Selbst wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, tatsächlich Amazon irgendwie ein Monopol auf Onlinehandel hätte, weil alle anderen Online-Händler so viel schlechter sind. Was heißt, definier überhaupt erstmal ein Monopol? Also ein de facto
De facto Monopole kann es ja gar nicht geben, eigentlich. Eben. Also wovon reden wir da überhaupt? Ja. Von dieser Herrschaft von sagen wir einfach, weiß ich nicht, 90% Marktkapitalisierung in diesem Bereich, im Bereich Online-Versandhandel. Ja, dann liegt das aber vielleicht auch daran, dass Amazon die Bedürfnisse der Kunden am besten befriedigt. So, genau, weil wenn sie es nicht tun würden, dann würde man ja zu einem anderen Unternehmen gehen. Amazon kann uns ja nicht zwingen, auch selbst wenn sie eine Privatarmee haben. Die schicken ja keine Privatarmee durch die Städte und sagen, ey, pass mal auf, wenn du jetzt hier nicht bei Amazon bestellst, sondern bei Zalando, dann schießen wir dir aber mal eine Kugel in den Kopf. So, das macht der Staat. Aber was sie vielleicht machen, also wenn Amazon irgendwie Sicherheitsdienstleistungen anbietet, dann weiß man, okay, die haben schon mal ein besseres Netzwerk als für sich wäre. Also wie genau in der Privatrechtsgesellschaft jetzt, wo genau? Ich meine, ich finde uns Libertäre eigentlich relativ konkret, ja. Also weil auf der einen Seite geht es uns natürlich um die Theorien, aber die sind ja relativ simpel, ja. Also ja. Eigentumsrechte, so was ist deins und was ist meins, das ist ja jetzt noch keine Raketenwissenschaft. Nee. Und an Spekulation, was genau passieren würde, wenn man einfach, weil es geht ja nur darum, das Problem zu lösen, Eigentumsrechte. Wir sagen ja nur, nicht, dass uns Arme, Kranke und so weiter wurscht sind, sondern Arme, Kranke und Schwächere und Klügere und Dümmere und Leute mit mehr Glück und Leute mit wahnsinnig viel Pech, die gab es schon seit Menschengedenken und Menschen machen sich schon immer Gedanken drüber. Man hat da nicht irgendwie auf die Marxisten gewartet. So, es gibt Arme, Kranke und Schwache. Hat nie drum gekümmert. Die sind alle bisher verhungert, aber jetzt endlich kommen wir und wir machen erstmal alles kaputt, was überhaupt ermöglicht, dass wir uns um die Arme und Kranken kümmern können, weil wir genug akkumuliert haben, was wir mit denen teilen können, die halt nicht mitarbeiten daran, dass überhaupt noch mehr akkumuliert wird. Ja? Mhm. Klassische marxistische Dämonisierung halt. Ja, richtig. Ja. Gucken wir mal weiter, weil ich weiß jetzt schon nicht mehr, wovon er gerade eben gesprochen hat. Territorialnationalstaaten durch Unternehmen. Wenn wir jetzt in einem Territorium eines Unternehmens sein würden, was wären wir dann? Sklaven? Oder? Angestellte. Nee, das wäre dann halt Mitarbeiter. Oh nein, Mitarbeiter. Also wenn wir jetzt, nehmen wir jetzt mal an, ein großes Unternehmen würde eine gesamte Stadt ganz alleine besitzen, inklusive natürlich der Häuser, weil er gibt ja gar keine Eigentumsrechte raus, sondern er hat ja das gesamte Eigentum und vermietet ja eigentlich nur. Dann bin ich aber immer noch kein Angestellter. Ich arbeite ja nicht für ihn, sondern eigentlich arbeitet dieses Unternehmen für mich. Also ja, ich bin ja Kunde und nicht Mitarbeiter. Eigentlich wären wir alle Kunden. Das wäre die richtige Antwort gewesen. In seiner Fantasie kriegst du dann eine Fußfessel und wirst morgen in der Früh um 6 dann schon geweckt. Eigentlich so wie es im Gefängnis unter dem Bolschewismus ist. Ja, oder genau, ja. Aber naja. Furchtbar. So, und dann kann man sich halt, entweder man passt sich da an oder man kann ja auch gehen. Also es wird immer gesagt, man kann zu ja auch gehen. Zum anderen Unternehmen. Zum anderen Unternehmen, genau. Ja, und da sind wir aber wiederum beim Kunden. Klar, als Mitarbeiter kannst du auch zu einem anderen Unternehmen gehen, aber wenn du eine Dienstleistung bekommst und es gibt mit der nur Dienstleistung dieses eine nicht Unternehmen, zufrieden bist, dann musst du da kaufen. Ja, was eigentlich fast wie ein Staat, ja. eigentlich frage ich mich, worüber diskutieren wir hier? Das haben wir doch jetzt alles schon. Also ja, aber wovor er Angst hat, haben wir doch schon. Wir haben doch schon den Monopolisten auf dies, auf das, auf jenes, auf Rechtsprechung, auf Geldschöpfung, auf aber demokratisch. Auf alles haben wir den Monopolisten, haben wir bereits schon. So, worüber diskutieren wir hier eigentlich? Also er bildet sich ja ein, dass man da immer mit. Ja, aber ist halt so. So, es ist besser, wenn ich in die nächste Privatstadt ziehen kann, weil mein Unternehmen, wo ich da vorher war, die mir Sicherheit und weiß ich nicht was angeboten haben, halt scheiße war. Ja, aber dann muss dieses Unternehmen ja irgendwann umdenken, weil es verdient ja kein Geld mehr, wenn die Kunden wegrennen. So, und das ist halt beim Staat ganz anders. Und wie gesagt, wir haben das Monopol schon, was er sich da irgendwie herbeifantasiert. Also eigentlich haben wir seine Dystopie doch schon.
Du, ich meine, ich bin halt, weißt du, ich bin kein Psychologe, kein Experte, was das angeht, aber also für mich sieht das alles wahnsinnig nach Projektion aus, dass der ständig, ich kenne den Herrn Kemper nicht gut genug, um das jetzt irgendwie auf ihn zu beziehen, aber bei Linken generell ist das Verhältnis ja zu beobachten, dass die sie sind so felsenfest davon überzeugt, dass sie auf der guten Seite stehen, dass sie halt überall dann Böse sehen, wenn diese Bösen vielleicht einfach nur anderer Meinung sind oder sagen, hey, aber eure Maßnahmen funktionieren halt nicht oder machen die Leute erst recht arm oder wir sind erst recht versklavt, wenn ihr fanatischen Besserwisser und Bestmenschen da irgendwie eure rätedemokratischen Kollektive da bildet und euch dann auch noch einbildet, das sei dann irgendwie alles anarchisch und Gegenherrschaft. Und obwohl es in der Geschichte x-fach schiefgegangen, weißt du, wo der sagt, okay, warum müssen wir das jetzt alles nochmal probieren? Also, ja, genau. Aber aus der einen Variante des Sozialismus, der so schiefgegangen ist, dass es also definitiv nur gar kein Sozialismus ist, nämlich der Nationalsozialismus. Da müssen wir ganz viel lernen. Und also so wie die auf keinen Fall. Aber alle anderen Varianten des China kommt ja auch noch. Also ist ja mit keinem Wort erwähnt, dass es auch mal wieder so ein Experiment ist, was halt dummerweise autoritär geworden ist. Und so nennen sie es, glaube ich, das autoritäre China. Aber ja, genau. Schauen wir weiter. Lass uns doch noch mal kurz eine Pause machen. Wir sind schon bei einer Stunde fünf. Und dann würden wir die Zuschauer jetzt erst noch mal entlassen und zum nächsten Teil einladen, wo es dann noch dystopischer wird. Und machen wir das mal. Gut, dann bis gleich. Bis gleich.